In der 3100-Seelengemeinde Geisach im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist er daheim, der Adenfahrer. Über 460.000 Abonnenten kann Thomas Willibald, wie er im echten Leben heißt, bereits auf seiner Facebook-Seite zählen. Seine Videos im Netz sorgen immer wieder für herzliche Lacher. Derzeit ist der Adenfahrer auf Live-Tournee, auch in Österreich. Kevin, 16 Jahre alt. Lieber Dr. Sommer, ich habe mir heute Morgen eine Banane in den Popo gesteckt. Ich habe mir heute Morgen eine Banane in den Popo gesteckt. Bin ich jetzt befruchtet? Mit Videos wie diesem erreicht Thomas Willibald alias Adenfahrer täglich Zehntausende. Das Leben ist kein Nudelsuppen. Unter diesem Titel tourt der Bayer gerade durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Apropos Österreich, ein Land, das dem Deutschen ganz besonders am Herzen liegt. Im Herzen vereint, durch die Grenze getrennt, sage ich immer. Ich war lieber Österreicher wie Deutscher, wenn ich ehrlich bin. Thomas Willibald, bekannt für seinen groben Humor aus dem bayerischen Alltag, wollten sich rund 600 Besucher im Steirer Stadtsaal nicht entgehen lassen. Ein paar Schini sind auch da. Viel sind sie nicht. Ich muss dazu sagen, mein erster Auftritt war im September 2019. Und ich habe mir davor voll in die Hosen geschissen. Also wirklich. Ich glaube, ich habe 8 oder 9 halbe gesoffen, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, weil ich wirklich so Bammel gehabt habe davor. Und dann war das so ein unfassbar geiler Abend, Standing Ovations danach. Und ah, das ist schon, also es ist wirklich so, dass von 10 Auftritten so 8, 9 ausverkauft sind. Und das ist halt schon geil. Vor allem seine Dr. Sommer-Videos sind in den sozialen Medien mehr als beliebt. Markus 14, lieber Dr. Sommer, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knallwagen. Aber auch aktuelle Themen kommen am Adenfahrer nicht vorbei. Wegen der Diskussion mit den Kuhglocken, sag einmal, seid ihr eigentlich nicht ganz sauber? Hä? Gerade weil irgendein so ein Preissensauschädel meint, dass ihm das aufregt, wenn er in der Früh nicht schlafen kann, weil meine Kälber von seiner Haustür umeinander hupfen, dann muss er sich halt schleichen. Was haben wir denn? Hä? Was kommt mir als nächstes? Dass ich keinen Hut mehr aufhocken darf, oder was? Den Zuschauern auf Facebook und natürlich dem Publikum in Steyr gefällt der Humor des Geisachers. Ja, auf Facebook seine Kommentare einfach dazu und sein Umfeld, einfach sein Ausdruck vor allem. Nicht so hochgestochen. Eher ein typischer Baumbuch halt. Ja, sein Schmäh, sein Humor, einfach lässig. Ja, ich meine, die beste Geschichte war ja mit seinem Fisch, mit dem Stingerten. Ne? Also das ist, glaube ich, das Beste, was ich da angespielt habe. Ich hoffe, dass er das hat. Und sein Dr. Sommer, ja, das ist auch immer lässig. Und halt so die aktuellen Sachen, was er halt immer macht, ne? Mit Corona und solche Sachen. Ne? Also das finde ich auch super, dass er das immer aufgreift, die aktuellen Sachen. Das angesprochene Fischvideo wird auch dem Komiker selbst noch lange in Erinnerung bleiben. Hier ein kurzer Ausschnitt. Ich konnte es nicht empfehlen, das selber auszuprobieren. Das Blöde an dem scheiß Fisch war, dass die Dosen, mein Spätzle, der Poppe, der Große, der hat die schon Ostern letztes Jahr gekauft. Hat aber nicht gewusst, dass man die scheiß Dosen kühlen muss. Und hat die Dosen dann ins Fernsehkastel reingeschmissen und da ist die halt dann ein Dreivierteljahr gelegen. Und dementsprechend hat sie halt schon aufgebläht wie so ein Handball. Und darum hat sie es dann auch zerrissen. Also, obwohl der Fisch auch hier ist, war der auch noch richtig hier. Und ich darf das nie wieder machen. Also, ich habe das Gewand, was ich angehabt habe, habe ich komplett so wie es war weggeschmissen. Kann ich nicht empfehlen. Da haut es der Geschmacksnerven bei der Knierscheibe aus. Also das ist nicht schön. Bis in den Herbst hinein ist der bayerische Komiker noch auf Tournee. Der Tourname »Es Leben ist Korn-Nudelsuppen« hat durchaus auch einen ernsten Hintergrund.
Ich finde, dass man das Leben nicht so ernst nehmen sollte. Und das Leben ist halt einfach auch keine Nudelsuppe. Ab und zu muss man einmal beißen. Und man sollte es halt einfach nicht so ernst nehmen und einmal über seine eigenen Sachen lachen können. Und sie auch selber mal ein bisschen auf den Arm nehmen können und alles ein bisschen lockerer sehen. Und darum habe ich mir gedacht, da das halt einfach auch meiner Art entspricht und das meine Lebensweise ist, habe ich mir gedacht, das ist ein guter Spruch. So heißt jetzt mein Programm auch. Alle Infos zur Tour finden Sie im Internet oder auf Facebook.